Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier einen Ballenladehänger mit Autoload-Funktion hier vorstellen. Der kostet hier 5000 Euro und 255 Leasing. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, der Felgenfarbe zu ändern für 1000 Euro und hinten hier, wie wir jetzt sehen, keine Kupplung dran ist. Für 90 Euro haben wir jetzt hier diese Kupplung anschaffen. Da könnte man jetzt einen zweiten Hänger hinten dran hängen, der gut halt mit dem Drehschemel rückwärts fahren kann. Dann habe ich jetzt schon mal hier mit der K454 hier Ballen gepresst und mit der 5690 S3 und mit der Heston 1840 Ballen gepresst, um mal zu schauen, ob der Hänger auch die Ballen mag oder nicht. So, hier habe ich jetzt hier mit der Heston die erste Spur gepresst. Halt mal den Trecker mal ein. Dann sehen wir, wir haben das Autoload an. Er mag leider hier diese Ballen von der Heston überhaupt nicht. Auch nicht hier die großen. Du kannst nur mit den kleinen hier das einsammeln. Bin ich schon lang gefahren, das funktioniert tadellos. Leider hier mit der Heston nicht, sondern nur also mit der Fortschritt und mit der Galani. Hoffentlich habe ich es auch richtig ausgesprochen. So. Muss jetzt mal schauen, dass man das Ganze mal so her. Wir sehen auch hier, wenn ich seitlich so ranfahre, so beim Gras, den Hänger. Hier sehen wir ein bisschen so die Kollision. So, wir gehen jetzt mal einmal ins Her. Schauen wir mal, ob wir das gleich hinbekommen oder nicht. Wir schalten jetzt erstmal den Arbeitsmodus aus. Dann hier mit B die Markierung, wie wir unschwer erkennen können. Da können wir uns jetzt hier je nachdem, was wir jetzt wollen, die Markierung hier verschieben. Habe ich jetzt runter, jetzt hoch. Dann haben wir hier. Jetzt gehen wir einfach her, drücken einfach einmal hier Z. Dann haben wir die Ballen entladen. Wir haben hier auch noch Spanngurte auch noch da. Und hier mit U laden wir sie einfach wieder auf. Und dann einfach jetzt hier. Dann schalten wir mal aus das Ganze. Und dann müssen wir mal kurz mal gucken, ob jetzt die Spanngurte drüber gehen. Nein, die geht jetzt nicht drüber. Ist aber nicht schlimm. Jetzt schauen wir mal hier. Blinker funktionieren, wie wir sehen. Das Licht hier auch. Ja, das war es eigentlich jetzt hier so mit dem Hänger. Und wenn man jetzt hier noch einmal so schaut, sehen wir jetzt hier, er hat keine dynamischen Schläuche. Da hat jetzt der Begrenzungslichter auf beiden Seiten. Das ist das Einzige, was ich jetzt gesehen habe. Und ja, schauen wir uns jetzt die Lok mal an. Dann sehen wir, leider haben wir jetzt hier mit diesem Hänger Warnings drin. Sehen wir hier die ganze Zeit die Warnings drin. Dann haben wir hier eine XML, das sehen wir hier auch, da steht hier unser Hänger auch drin, dass er den nicht mag. Leider nicht fehlerfrei, wäre ja echt cool, wenn der fehlerfrei gewesen wäre. Ja, wenn euch hier das Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.